Dann kommt jetzt im nächsten Vortrag in einer Welt vielseitiger Begrifflichkeiten und einem Dickicht von Informationen auch des Lotsen und Guides. Julie Gudehus aus Berlin ist so eine Lotsin und sie hat ihre ganz eigenen Techniken und Konzepte entwickelt, um aus Versatzstücken alltäglicher Kommunikation, visueller Kommunikation, ihre ganz eigenen und größere Zusammenhänge herzustellen. Begeben wir uns mit Julie heute in eine ihrer experimentellen Zeichenwelten, in denen sie die christliche Schöpfungsgeschichte neu visualisiert. Julie, bitteschön. Dankeschön, das war eine charmante Einleitung, als Lotsin bezeichnet zu werden. Dankeschön. Und vielen Dank an Christian für die fantastische Steilvorlage, den Vortrag von meinem, also es könnte kaum besser passen, vielleicht auch Kompliment an die Veranstalter, die den siebten Sinn hatten, die beiden Vorträge nebeneinander zu passen. Also die Schrift ist tot, sagt Christian, und ich sage, es lebe das Zeichen. Und ich freue mich auch sehr, dass in dem Vortrag von Christian bereits mehrere Sachen aufgetaucht sind, die in meinem Vortrag auch eine Rolle spielen werden. Also die beiden Vorträge sozusagen, die verbinden sich wie Fasern miteinander. Das ist ganz toll. Den Iconic Turn, den werde ich aufnehmen. Und vor allen Dingen wird es in meinem Vortrag auch ganz doll den göttlichen Bezug geben. Sie werden wahrscheinlich heute schon mehrere hunderte von Zeichen gesehen haben. Im Stadtraum, in Gebäuden, auf Geräten und Maschinen, ganz bestimmt auch auf Ihrem Telefon oder anderen Bildschirmen. Und vielleicht ist Ihnen dabei schon mal in den Sinn gekommen, wie witzig das eigentlich ist, dass man ganz oft verschiedene Zeichen nebeneinander hat, also in Reihe, so wie Zeilen. Und vielleicht haben Sie auch schon mal dabei den Gedanken gehabt, dass das eigentlich, wenn man will, einem vielleicht sowas wie eine Geschichte erzählt oder erzählen könnte. Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe, schon vor langer Zeit, nämlich, ob es denn wohl möglich ist, dass man anhand von solchen visuellen Kurzbotschaften quasi längere Botschaften, also längere Texte transportieren kann. Was mir klar war, und das haben Sie auch schon gewusst, ist, dass die Ägypter das auch schon getan haben. Das war mein Fixstern, an dem ich mich orientiert habe, als ich 1992 im Studium die Aufgabe hatte, innerhalb eines Kurses, dass wir uns mit Zeichen beschäftigen sollten. Es war relativ frei, war völlig offen, was wir damit machen. Das Einzige, was uns gezeigt wurde, war, dass gerade ganz frisch war, dass man auf dem Rechner, und überhaupt die Rechner waren ja ganz neu, dass man diese Pi-Fonts verwenden konnte, also Schriften, die nur aus Bildzeichen bestehen, was, wenn man möchte, wie eine sehr einfache Geheimschrift funktioniert. Es ist ja so, wenn Sie mal den häufigsten Buchstaben in unserer Sprache, nämlich das E, erkannt haben, dann ist es jetzt nicht mehr wahnsinnig schwer, sich zusammenzureimen, was die anderen Zeichen bedeuten. Also man kann es so entziffern. Ist natürlich die Frage, ob ein Python so gemeint ist, beziehungsweise ist es nicht, weil eigentlich ist es so gedacht, dass es so eine Art Arsenal ist für Gestalter, um Zeichen zur Verfügung zu haben, die in der Gestaltung oft verwendet werden. Ja, also die Rechner waren gerade super neu. Es gab ein paar in unserer Hochschule, ich hatte keinen. Und ich habe mich in die Hochschulbibliothek begeben, da fühlte ich mich sowieso sehr wohl. Es gab ganz viele tolle Bücher und die habe ich alle durchforstet und ich habe wie eine Wahnsinnige aus ganz vielen Büchern Logos und Verkehrszeichen und Piktogramme und Symbole und so weiter rauskopiert. Ein Kopierer, ich weiß nicht, ob das den jüngeren Leuten was sagt, was das ist. Die habe ich alle ausgeschnitten, zerschnippelt und habe die dann sortiert. So ungefähr sah das aus. Und dabei fiel mir auf, es gibt ja echt viele Tiere. Was mache ich jetzt damit? War ja die Frage mit diesen ganzen Zeichen, habe ich erstmal gesammelt. Da habe ich gedacht, ich könnte vielleicht die Geschichte von der Arche Noah übersetzen. Ich habe zur Bibel gegriffen und habe dabei die Geschichte von der Genesis gefunden und habe gedacht, das könnte eigentlich bei meiner Idee, so mit zeitgenössischen Hieroglyphen zu arbeiten, könnte das möglicherweise noch ergiebiger sein. Ich habe also losgelegt. So sah das damals aus, ziemlich punkig, mit Klebstoff, Schere, Stift und Tippex. Das war ein erster grober Übersetzungsversuch.
ein einfaches Aneinanderreihen des Gefundenen, also ungefähr so wie das, was Sie eben auch gesehen haben auf diesen Leitplanken da mit den Piktogrammen. Ich gehe mal ein bisschen näher dran und mit etwas gutem Willen können Sie hier bereits lesen, von links oben angefangen. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden und so weiter. Also das sieht noch ziemlich wirr aus. Ich erkannte, dass da eine Bändigung nötig war. Ich führte Linien ein, es sah immer noch genauso wild aus. Ich habe Satzzeichen eingeführt, weil mir irgendwie klar war, es braucht etwas noch mehr, um zu strukturieren. Also nach einer geraumen Weile war dann das Ergebnis, das ist also die Reinzeichnung, auch etwas, was, glaube ich, als Wort so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Rahmen gibt es jetzt für eine noch deutlichere Gliederung. Und dann gab es also als Ergebnis für den gesamten Kurs ein Heft, wo alle Arbeiten drin abgedruckt waren. Ich habe das in die Schublade gesteckt, das passierte erstmal gar nichts. Ich habe die Semesterferien genossen und gegen das Ende des Semesters hat mich jemand angerufen und zwar von der Zeit irritierenderweise und hat gefragt, ob sie meine Schöpfungsgeschichte abdrucken dürften. Und ich fiel aus allen Wolken, weil ich nicht wusste, dass mein Professor offenbar der Leserbriefredaktion meine Arbeit als Dankeschön geschickt hatte und die fanden das prima. Und ja, so war es dann auch. Also es wurde veröffentlicht. Und es hat mich wirklich weggeblasen, muss ich sagen, die Reaktion. Ich war vorher noch etwas in Sorge, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlen könnte, dass ich da vielleicht ein bisschen sehr humorvoll an etwas so Ernsthaftes drangehe. Aber also die Reaktionen waren überaus positiv und das Ganze für mich war eine wegweisende Erfahrung in Bezug auf meinen späteren Berufsweg. Es gab noch ein Plakat, wurde angefragt, es wurde produziert. Kurze Zeit später gab es in einem österreichischen Verlag das Ganze als Buchversion. Dann gab es bei Lars Müller, einem Designverlag aus der Schweiz, das Buch nochmal in einer anderen Variante. Lars hatte die geniale Idee, wie ich fand, das Ganze in 5 Sprachen rauszubringen. Also die Bibel ist ja in allen Sprachen relativ deckungsgleich. Also fand ich großartig die Idee. Nochmal später sozusagen mit dem Schiff, das ist bei einem Comic- und Jugendbuchverlag, nämlich bei Carlsen, nochmal rauskam und überhaupt zeigt die Tatsache, in wie vielen unglaublich unterschiedlichen Büchern und Zeitschriften und Ausstellungen die Genesis vorkam, nämlich sowas wie Ethik, Informatik, Linguistik, Semiotik, Kunstdesign und natürlich Religion, also sozusagen in wie viele verschiedene Bereiche diese Geschichte hineinlappt. Und letztes Jahr hat also tatsächlich nach all diesen Jahren der theologische Patmos Verlag das Buch nochmal herausgebracht. Das war dann anlässlich des 25. Geburtstags meiner Arbeit und unglaublich passend Punktlandung im Jahr der Reformation, 500. Jahrestag der Reformation. Also zu diesem Anlass habe ich dann gedacht, also ich überarbeite das jetzt mal vollständig. Immerhin sind ja in den letzten 25 Jahren evolutionsbedingt, wenn man so will, etliche Zeichen entstanden, die es 1992 überhaupt noch gar nicht gegeben hat und die heute unseren Alltag sehr prägen. Zum Beispiel das iCloud-Zeichen, was ich hier als Vokabel für Himmel verwende, gab es noch nicht. Und das Siri-Symbol oben in der Zeile für Sprechen habe ich es verwendet, gab es noch nicht. Hier das ganz rechts, das Fischmädchen vom Starbucks. Also Sie sehen, da gibt es also einige Zeichen, die einfach einen Bedarf reklamierten, in die Arbeit aufgenommen zu werden. So sieht also heute die neue Version auf den ersten Blick zwar sehr ähnlich aus wie die alte, aber im direkten Vergleich zeigt sich, dass unfassbar tatsächlich 2/3 der Arbeit neu sind. Und im Zusammenhang mit der Überarbeitung meiner eigenen Arbeit ist mir einiges an Phänomenen aufgefallen, im Zusammenhang aber auch eben mit dem Thema Piktogramme, und das ist das, worüber ich jetzt im Folgenden noch mehr sprechen möchte. Zunächst
möchte ich mich noch kurz ein bisschen selber beweihräuchern, was ich finde, passt ganz gut zu diesem Gottesbezug, nämlich dass meine Genesis sui generis wurde, das heißt, als es Latein mit übersetzt, sowas wie die erste ihrer eigenen Art. Es kamen nämlich nach mir noch mehr Leute auf die Idee, mit Zeichen Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel hat 2 Jahre später, 1994, David Carson ein Interview mit Brian Ferry komplett in der Zapf-Dingwatz gesetzt, und zwar in der berühmten Ray Gunn, diesem Musikmagazin, das Gestalter damals alle sich alle die Finger danach leckten. Das hat er deswegen gemacht, weil er fand, dass dieses Interview so unglaublich langweilig war. Wie Ferry das fand und ob irgendjemand sich die Mühe gemacht hat, das so nach dem Prinzip, wie ich eben erläutert habe, zu entziffern, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall, Zapf-Dingwatz ist etwas, was möglicherweise in dem Vortrag über Hermann Zapf nachher noch auftaucht, da bin ich schon gespannt. Über 10 Jahre nach mir hat Lars Arrhenius, ein niederländischer Künstler, Geschichten erzählt mit Piktogrammen, die so ein bisschen aussehen wie diese Eicherschen Sportpiktogramme. 2016, also quasi gerade eben erst, haben Matteo Civaschi und Gianmarco Melesi Filme nacherzählt, jeweils in einem Tableau. Also das ist jetzt schon wieder so ein bisschen bildhafter, weil es oder eher wie so eine Infografik, also hat aber noch was Erzählerisches. Kennen Sie es oder soll ich sagen, was es ist? Anyone? Ghostbusters natürlich, genau. Durch den Einzug der Emojis auf den Telefon hat sich ebenfalls der Gedanke aufgedrängt, dass man mit Zeichen Geschichten erzählen könnte. Und deswegen auch 2016 eigentlich reichlich spät solche Publikationen wie diese, nämlich How to Speak Emoji. Und Su Bing, ein Chinese, ein Künstler, hat dieses Book from the Ground erschaffen, wo er beides so ein bisschen mixt, also Piktogramme und Emojis, und solche Sachen sind mir auch ins Auge gefallen, sehr viel später. Das sozusagen nochmal mit einem anderen Akzent, nämlich dass quasi hier diese mathematische Formel eigentlich so die Grundidee ist, was, wenn es nicht so hässlich aussehen würde, eigentlich auch ein ganz interessanter Gedanke wäre, so mit Zeichen zu arbeiten. Was ich nicht wusste oder nicht bewusst hatte, als ich an meiner Geschichte gearbeitet habe, ist, dass es vor mir schon den sogenannten Rebus gegeben hat. Das hier ist zum Beispiel einer, Sie kennen ihn vielleicht, das ist von Paul Rand, immer noch genial, IBM. Und obwohl wir jetzt vom Geschichtenerzählen etwas weggekommen sind, sind wir doch immer noch bei einem Thema, was also bei dem Grundgedanken, den ich weiter noch ausspinnen möchte, nämlich dem Gedanken der Kombination. Es wird nämlich echt oft Zeichen kombiniert, erzählerisch oder nicht, auch an solchen Stellen, wo man auch wieder gar nicht so genau hinguckt. Das ist zum Beispiel das FSC-Zeichen, was Sie hier sehen, seinerseits nochmal mit einem Zeichen, nämlich dem Copyright-Zeichen, versehen wird, womit wir sozusagen kurzerhand auf die Metaebene katapultiert werden. Das ist nämlich, das Wort Zeichen kommt von dem, eigentlich ursprünglich vom Zeigen, das heißt, da verweist ein Verweis auf den nächsten Verweis. Und das finde ich auf jeden Fall einen ganz lustigen Effekt, und auch sozusagen das russische Püppchen, das eine, was in dem anderen steckt. Also der Aspekt, den ich jetzt als nächstes ein bisschen beleuchten möchte, ist der Kombination. Kombinieren, was das Tolle am Kombinieren ist, ist, dass man die Möglichkeit hat, damit Bedeutungen zu verschieben oder auch zu erweitern. Das wird demjenigen besonders bewusst sein, die beruflich von Berufswegen große Mengen von Zeichen entwerfen. Also zum Beispiel Zeichenfamilien oder Zeichensysteme. Und sehr schnell erkennt man, dass es ökonomisch ist, eine Reihe von wiederkehrenden Elementen zu entwerfen, die man zu unterschiedlichen Zeichen zusammenbauen kann, zusammensetzen kann. Hier zum Beispiel das Symbol für Person. Wenn man mehrere davon nebeneinander hat, dann hat man das Zeichen für Gruppe. Und wenn man noch mehr, also quasi noch mehr Köpfe dahinter setzt, dann ist die Bedeutung von dem Zeichen Menge sozusagen.
Man kann auch nur geometrische Elemente kombinieren, damit, also Tangram kennt es bestimmt aus, noch vielleicht aus der Kindheit, auch der Baukastengedanke, in diesem Fall allerdings rein formal. Und was ich eben viel spannender finde noch als das rein Formale, ist eben dieser Bezug auf den Inhalt. Das heißt, man hat Grundbestandteile, die man entweder durch die Multiplikation in sich selbst oder wie hier durch die Verwendung von Attributen oder wenn Sie so wollen, das ist so wie diakritische Zeichen eigentlich auch, in ihrer Bedeutung erweitert werden. So wird dann das Zeichen für Wasser links, wird durch dieses Dächlein zum Schwimmbad und durch den Schirm zum Strandbad. Super Sache. Oder hier, Buch wird durch das Kreuz drauf zur Bibel. Ganz klare Sache. Ich habe auch Zeichen benutzt, die ich kombiniert habe, wie zum Beispiel dieses, was du sehr anders erkannt, ne? Das ist von Obamas Kampagne, dieses Yes You Can Zeichen, genau. Also ich habe dieses Zeichen umgedeutet zu Morgen, also und es war aus Abend und Morgen wurde der vierte Tag, steht da, also das ist das Zeichen für Morgen. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie, dass ich diesen Landschaftsteil da unten nochmal links für die Vokabel Abend nochmal isoliert und neu genutzt habe, und zwar mit dem Mond und dem Stern von der türkischen Flagge. Weiß nicht, wie die Amerikaner und die Türken das jetzt jeweils finden, dass die da zu einem Paar zusammengebracht wurden. Aber jedenfalls diese Idee von, ich kombiniere da was und habe immer unterschiedliche Bedeutungen, das zieht sich bei mir auch durch die Geschichte. Achso, habe ich eigentlich gesagt, dass meine Geschichte aus data gefundenen Zeichen besteht? Also ich habe eigentlich nur ganz wenige selber gezeichnet, die meisten habe ich gefunden und benutzt. Also Kombination ist eine weit verbreitete Methode, Mode auch, und funktioniert ganz prima. Sobald man nämlich gewisse Vokabeln gelernt hat, das ist also hier genauso wie bei einer Sprache, kapiert man nämlich auch deren Beugungen und Komposita. Hier zum Beispiel links ein Sitzender, in der Mitte warten, rechts Zeitung lesen. Super Sache. Eine Sache ist mir aufgefallen. Weil ich jetzt gerade sage, Sitzender. Ne? Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass Mensch immer auch Mann ist, aber Frau meistens ein Mensch mit Attributen, mit Kleid, mit Rock, mit Zopf, mit Busen, mit Becken und keine Ahnung. Im Englischen ist es ja auch so, dass Man ist gleichzeitig Mann und ist Mensch, und da gibt es Woman, das ist also quasi der Mensch mit Vorsilbe, also ist offenbar bei Piktogrammen das Gleiche. Apropos Frau und Mann, weiß jemand von Ihnen in Polen an den Toilettentüren, wo er rein muss, wenn es rein muss? Also ich habe davor gestanden, habe gerätselt und fand für beides Argumente. Und habe mich dann erkundigt bei meiner Freundin, die Polin ist, die noch vorne im Café saß, und die sagt, nein, also das Reich ist der Mann wegen breite Schultern. Und dann habe ich gedacht, oh, warum ist der Kreis die Frau? Naja, egal. Das hier ist ja für Sie alle sonnenklar, eine Frau. Aber es gibt Leute auf dieser Welt, für die ist es überhaupt nicht sonnenklar. Und das sind nämlich die Inder, bei denen die Männer traditionell den Sherwani tragen und Frauen tragen traditionell bodenlange Kleider. Das heißt, die werden auch verwirrt. Und das ist für mich der hochinteressante Punkt, weil wir ja eben schon die Idee hatten von, würde es vielleicht eine Schrift geben für alle Sprachen dieser Welt. Ich begegne immer wieder Menschen, die diese Idee haben von, ja, Bilder sind ja international verständlich, oder es müsste doch so eine international verständliche Zeichenschrift geben. Ich fürchte, da sind wir wirklich noch weit von entfernt. Es wäre wünschenswert, so eine Art Esperanto zu haben, aber ich glaube, es ist derzeit noch eine Utopie. Warum? Weil Vokabeln, also auch bildliche Vokabeln, einen ähnlichen Kenntnisstand voraussetzen, mindestens eine ähnliche Auffassung von dem, was man sieht. Das war auch einer der Gründe, warum ich in der Schöpfungsgeschichte, die ich da übersetzt habe, die Schöpfkelle als Titel zunächst hatte. Als Studentin hatte ich das eingesetzt. Lars Müller fand dann, das funktioniert in den anderen Sprachen nicht, weil da wird nicht geschöpft. Da wird created und keine Ahnung. Also habe ich das dann umgewandelt in den Lichtschalter als Titel für die ganze Chose. Aber irgendwie hat es mich dann doch nicht losgelassen, weil bei der Neu
Überarbeitung von der Genesis habe ich dann noch, es fiel mir nochmal auf, Gott macht dauernd Sachen. Und dann habe ich gesagt, wie bei der Sprache gibt es auch Synonyme. Also eigentlich, also warum kann er dann nicht, auch wenn er etwas erschafft, dann kann er dann doch zum Beispiel auch das Malen oder Werkeln oder aus dem Hut zaubern oder eben auch kochen, weil das sind ja auch alles schöpferische Tätigkeiten, das muss doch jemand in einer anderen Sprache auch verstehen. Was mir auch an der Stelle dann irgendwie gelegen kam, war, dass es ja die Ursuppe auch in allen Kulturen gibt als Idee. Und also so wissenschaftlich gesehen, ja, und so gesehen, genau, da habe ich es wieder reingeschmuggelt. Und am Ende der Geschichte kommt der Schöpflöffel doch auch nochmal vor, weil da nämlich, wie hieß es da, das ist die Geschichte von der Erschaffung von Himmel und Erde. Genau, und das ist sozusagen die Geschichte von der Erschaffung, das ist da Leben, das Kochbuch sozusagen. Vokabeln, also so, man schnappt sie auf, es ist nicht so, dass man sie lernt durch ein Vokabelbuch, was man hat, aber man lernt sie im Vorübergehen, wie zum Beispiel solche wie da oben, also der, das ist total klar, was uns das sagen soll, aber das untere Zeichen, was Sie hier auf dem Bild sehen, ich vermute, dass Ihnen das nichts sagt und ich vermute, dass es sich um Fachsprachen handelt, die gibt es wahrscheinlich auch in Bildern. Ich glaube, Fachleute wissen ganz genau, was mit diesem Zeichen gemeint ist. Sozusagen, Sie sehen hier einen Fachbegriff. Und das sind auch Fachbegriffe, die haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen und wenn Sie sie irgendwo in Natura gesehen haben, dann werden Sie sich nicht gefreut haben. Das sind nämlich Gaunerzinken. Das sind Zeichen, die an Häuser gemalt werden, um sich darüber zu verständigen, was einen dort erwartet. Diese Zeichen, auch quasi eine Fach- oder Special Interest Sektion der Zeichen haben Sie je nach Ihrer Interessenslage bestimmt auch schon gesehen. Das sind astrologische Zeichen. Und also wenn ich jetzt nicht die Erklärung dazu hätte, was was ist, dann wüssten Sie es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Also so viel zum Thema Lernen, bewusstes Lernen und auch unbewusstes Lernen und zum Thema Wiedererkennen. Im Grunde ist es ja auch nicht anders, als dass wir diese Zeichen wirklich lesen. Apropos Sternzeichen. Schauen Sie doch mal die Sternzeichen, die ich Ihnen jetzt zeige, ob Sie die schon mal gesehen haben und ob Sie wissen, was das ist. Ganz einfach, muss ich nicht sagen. Gibt es jemanden hier, der nicht weiß, was dieses Zeichen bedeutet? Hände hoch. Wow, okay, das sind, es sind doch, okay, es ist Lieferando, das ist ein, Lieferheld, und das rabelt, dieses Zeichen rabelt jetzt zunehmend durch unsere Städte. Weiß jemand, was das für ein Zeichen ist? Oder weiß jemand nicht, was das für ein Zeichen ist? Dreamworks, genau. Und noch dieses hier, weiß jemand nicht, was es ist? Das ist Mont Blanc. Ein Hersteller von Füllern und Uhren. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass ich Leuten so ein paar Zeichen gezeigt habe und ich habe inzwischen gedacht, man könnte fast so eine Art Soziogramm machen, wer erkennt welche Zeichen, was sehr viel über das Thema Wohlstand, Alter, Generation, Beruf und so weiter auch aussagen. Also ich lasse Gott viele von diesen Sternen erschaffen und insgeheim delektiere ich mich auch daran, dass ich diejenige bin, die Gott etwas erschaffen lässt, in meinem Fall. Genau, und die sind also in meinem Buch auf dem Vor- und Nachsatz untergebracht, diese ganzen Sterne. Was ich irgendwann dachte, was eigentlich echt witzig ist, dass ja von Sternen das die natürliche Form ist und wie weit das eigentlich entfernt ist von dem, was wir als Sterne erkennen und was für eine unglaubliche Leistung das ist, die wir erbringen, dass wir das erkennen oder auch anerkennen, dass auch noch schwarz auf weiß und nicht weiß auf schwarz, dass wir das als Sterne identifizieren. Was eben, denke ich, damit zu tun hat, dass wir es so oft sehen und dass es immer auch gesagt wird, dass das das sein soll. Und dann sind wir irgendwann in der Lage, diesen Sternenhimmel, den wir in Natura gesehen haben, mit diesem in Deckung zu bringen. Was wir auch feststellen können, ist, wenn wir zum Beispiel solche sechs formal super unterschiedlichen Darstellungen, also Lösungen, gestalterische Lösungen für die Darstellung von einem Stern
wenn wir sowas sehen, dass einfach unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedliche Lösungen kommen, naheliegenderweise. Genauso wie es in der gesprochenen Sprache verschiedene Ausdrücke für eine Sache gibt, zum Beispiel Stopp oder Stehenbleiben, Halt, Warten und so weiter, gibt es dafür auch unterschiedliche Zeichen. Sogar da, wo man denkt, es gibt doch immer nur ein gleiches Zeichen, stellt sich raus, dass es etliche Varianten gibt, Dialekte, wenn man so will. Ich habe, als ich geguckt hatte nach dem Daumen, auch mich gefragt, welches ist denn der echte. Dann habe ich geguckt in meinem Facebook-Account und habe festgestellt, oh, ist gar keiner davon. Das sieht so aus, wenn ich da gucke, und da alleine sieht nicht es so aus, sondern das sind nochmal drei Varianten, die ich, warum eigentlich, mit großer Bereitwilligkeit als das Gleiche erkenne. Und ich finde ziemlich interessant, wenn ich noch einen Hauch länger darüber nachdenke, dass eine Geste, die seit den römischen Kaisern verbürgt ist, nämlich irgendwie so oder so, um also die Gladiatoren zu retten oder zu verdammen, dass wir die Vereinnahmung einer solchen Geste einem Konzern so bereitwillig überlassen. Das könnte man Annektieren nennen, das könnte man Vereinnahmung nennen. Auf jeden Fall ist es eine alte Kulturtechnik, etwas sich einfach zu schnappen. Und im nächsten Schritt, vielleicht etwas neutraler, kann ich das auch als Umdeutung bezeichnen. Apple hat es zum Beispiel gemacht. Auf der Apple-Tastatur finden Sie dieses kleine Zeichen. Und das ist ursprünglich ein skandinavisches Zeichen für Sehenswürdigkeit, für Point of Interest, was Susan Kerr in der Frühzeit der grafischen Benutzeroberflächen bei Apple genommen hat, weil sie einfach nur eine Stunde Zeit hatte. Sie musste was finden, und dann hat sie in dem Zeichenbuch geblättert, fand das super, und Steve Jobs fand es auch super, und dann wurde das genommen. Ich habe erfahren, als ich nochmal nachgelesen habe, dass dieses Zeichen in dieser Art auch erst seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts verwendet wird. Es ist seinerseits ebenfalls eine Umdeutung. Es ist nämlich ein Zeichen, was schon seit Hunderten von Jahren die Leute in Skandinavien an ihren Häusern und an den Scheunen anbringen, um sich vor bösen Geistern zu schützen. Und das heißt eigentlich St. Johanneskreuz. Ein anderes berühmtes Kreuz, das asiatische Glückssymbol, wurde unglückseligerweise von den Nazis umgedeutet, spiegelverkehrt, und wie ich finde auch dadurch, dass es einmal gekippt wird, auch wirklich zum Pechsymbol quasi geworden ist. Verwirrend. Auf jeden Fall fehlerfrei gezeichnet oder nicht. Unsere Bereitschaft, das Hakenkreuz überall zu erkennen, ist ziemlich groß. Auch an Stellen, wo es ziemlich sicher nicht so gemeint war. Solche Assoziationen lassen sich manchmal kaum stoppen. Ich glaube, wir sind echt gutmütig, wir versuchen immer, wir wollen ja verstehen, und dann verstehen wir vielleicht mehr, als wir sollten. Und ich glaube, in vielen Fällen hat das auch einfach damit zu tun, dass die Gestalter im Umgang mit dem Kontext ziemlich fahrlässig sind. Kontext ist ebenfalls ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Interpretation eines Zeichens. Dieses Zeichen, denke ich, ist menschheitsgeschichtlich wohl eines der ältesten überhaupt und bedeutet wahrscheinlich seit Jahrtausenden hier, bis heute, in vielen Fällen. Witzigerweise kann es aber auch sein, dass je nach Kontext sich die Bedeutung genau ins Gegenteil verdreht. Hier nicht und hier auch nicht. Und das hier fällt hier weg, und das heißt nur noch nicht, oder vielleicht dieses nicht, nämlich diese Substanzen, das ist ein Gefahrensymbol. Und hier auch nicht, wer von Ihnen kennt das, hat das schon mal gesehen? Aha, doch einige wenige, und zwar ist das das Zeichen im Wendland dafür, dass man in der Anti-Atomkraftbewegung mindestens gedanklich dabei ist. Völliger Wechsel der Bedeutung, Achtung, sagt das rote Dreieck. Und zwar wovor, sagt das Zeichen da drin, vor einer Kreuzung. Das hier ist auch eine Warnung vor einer Kreuzung, nämlich der unbeschrankte Bahnübergang, und hat auch einen eigenen Namen, da heißt es nämlich Andreaskreuz.
Hier sind wir wieder bei einer positiven Bedeutung von diesem Zeichen, also die Variante von hier eher im Sinne von dieses und ankreuzen und auswählen. Das finden Sie hier nochmal wieder im Sinne von bestätigen. Und hier, das finde ich überhaupt so verrückt, also auf einem kleinen Bildschirm kommt dieses Zeichen gleich mehrfach vor, nämlich hier oben für schließen, hier ist es in dem Löschenzeichen mit drin und dann natürlich, huch, das ist ja ein Buchstabe, die Verbindung wieder zur Schrift. Und wenn Sie bei 1, 2, 3 draufklicken würden und landen in noch mehr Zeichen, dann würden Sie auch noch einmal das Malzeichen, das Multiplikationszeichen finden. In Anlehnung an das Gefahrensymbol von eben nochmal, symbolisiert bäh bis tot. Und auch das hier ist tot. Ein und dasselbe Zeichen in verschiedenen Kombinationen hatten wir schon, eben auch in verschiedenen Kontexten. Also es ist wirklich sagenhaft, die Bandbreite der Interpretationsmöglichkeiten. Ein kleines Schmankerl noch, das fand ich ganz schön, Beispiel für Kontext. Die Lilie der Bourbonen, ein französisches Herrschaftszeichen, was ich in Großbritannien auf Klopapier gefunden habe. Und ich glaube, also ich gestehe den Produzenten zu, dass sie einfach nur wollten, dass es luxuriös aussieht. Das Ganze ist nämlich mit so einem Beige-Goldton gedruckt. Aber es könnte natürlich auch suffisante Verarsche sein. Ich meine, immerhin haben die Franzosen und die Engländer 300 Jahre miteinander im Krieg gelegen. Wenn gar kein Kontext da ist und man, wie ich, vergessen hat, wo man dieses Foto gemacht hat, kann das Verstehen sehr schwer bis unmöglich werden. Was bedeutet das? In diesem Fall kann ich es Ihnen sagen, es ist das Zeichen für den Gurkenradweg Spreewald. Was jeder Agronomie entbehrt, aber dafür sehr viel Arbeit. Also Klarheit und Eindeutigkeit scheinen bei der Gestaltung von Zeichen offiziell oberstes Gebot zu sein, aber eben, es gibt immer Interpretationsspielraum. Und letztendlich ist es eben total spannend, dass also eine Bedeutung x formale Lösungen bekommen kann, aber umgekehrt auch ein Zeichen x Bedeutung haben kann. Das heißt quasi, so die Bewegung, die wir hier haben, ist genau das, was auch das Zeichen, also die Varianz nach beiden Richtungen ist eben auch das, was das Zeichen zeigt. Achso, letztlich, genau, was noch fehlt, ist nämlich, also x-formale Lösungen, sage ich, auch das Zeichen heißt natürlich auch unbekannt, das fehlte eben noch. Wir sind, wie ich eben schon gesagt habe, dauernd bereit, was erkennen zu wollen. Und das ist sehr menschlich und unsere Haupterkenntnisbereitschaft bezieht sich auf Gesichter. Die sehen wir quasi überall. Und was wir auch überall sehen, weil wir sehen müssen, ist Gefahr. Also zum Beispiel hier die gefräßige S-Bahn, was so ein bisschen so wie aus einem Computerspiel geklaut aussieht. Und was wir, oder ziemlich größerer Teil von uns auch dauernd sieht, sind Penisse. Und was aber auch sein kann, ist, es kann einfach sein, dass ein Zeichen einfach echt nicht so richtig klar ist. Kann aber auch sein, dass ein Zeichen wie hier mehrdeutig sein soll. Nummer Bar zum Beispiel, von dem das hier ist, spielt mit unserer Bereitschaft, sozusagen unser vorauseilendes Vorurteils, unsere Bereitschaft, Vorurteile zu fällen, die wir immer brauchen, um eine Handlungs- und Denkgrundlage zu haben. Deswegen, also Zeichen müssen eigentlich sofort funktionieren, aber es kann auch eben sein, dass es da, so wie in diesem Fall, also dass wir eine geplante Ambivalenz gibt. Neulich dachte ich mir, es ist doch eigentlich total toll, dass es am Rechner, wenn ich in Photoshop hier bin, da diese kleinen Erklärungen gibt, wo mir mal ganz genau gesagt wird, was ein Zeichen bedeutet. Also keinerlei Interpretationsspielraum. Und ich dachte, ey, das müsste es doch mal in Wirklichkeit geben. Kann da jetzt vielleicht mal jemand eine App machen, wo man irgendwie das auf die Zeichen draufhält und dann wird einem ganz genau gesagt, was das heißen soll. Also ich finde, das fehlt noch. Auf jeden Fall muss ich sagen, in vielen Fällen, wir Menschen sind echt toll, weil wir so unglaublich in der Lage sind zu abstrahieren.
Also was wir alles als etwas erkennen, das ist schon wirklich enorm. Und umgekehrt ist natürlich unsere Leistung als Gestalter, etwas so weit zu abstrahieren, noch vielleicht noch beachtlicher. Ich finde, so ein bisschen hat das Ähnlichkeit mit dem Kochen, also so wie beim Reduzieren von einer Soße. Also wie lange kocht man das? Wie viel darf übrig bleiben? Was ist das Wesentliche? Was muss noch bleiben? Was ist überflüssig? Was oft dabei verloren geht, auch oft gehen soll, ist wie bei diesem gezeigten Beispiel die Individualität. Um die geht es dann nicht mehr, es geht um eine allgemeinere Ebene. Stil ist etwas, worüber ich heute gar nichts sagen werde, aber das zeigt, diese beiden Varianten für Familie zeigen, dass es also auch nicht unbedingt wahnsinnig nüchtern sein muss, wenn man etwas reduziert. Also es kann auch ausdrucksvoll und stimmungsvoll sein. Aber generell ist beim Entwerfen von Zeichen einfach eins ein wirkliches Problem, eine wirkliche Schwierigkeit, nämlich dass es zwar wirklich viel Konkretes gibt, was sich reduzieren lässt, was sich vereinfacht darstellen lässt, aber dass es tatsächlich auch viel Nicht-Gegenständliches gibt, Nicht-Fassbares, Nicht-Sichtbares, wie zum Beispiel Wind. Eine wirklich tolle Lösung, finde ich, habe ich in Lettland gesehen. Bei allen tollen Lösungen für Nicht-Fassliches gibt es übrigens etwas, was ich partout nicht gefunden habe 1992. Zunächst, das war nämlich das Zeichen für Gott. Das habe ich mir damals zusammengebastelt und ehrlich gesagt fand ich es damals schon nicht so richtig großartig. Also ich fand das Auge nicht so schön. Irgendwie ist da die Dreieinigkeit, das Auge Gottes, Heiligenschein, ist irgendwie alles da drin. Deswegen, da bin ich auf jeden Fall nochmal dran gegangen und das neue Zeichen sieht jetzt so aus, also Dreieinigkeit, Heiligenschein und das Auge Gottes ist immer noch da und ich habe mich total gefreut, als mir dann quasi in den Schoß gefallen ist, als ich über den Heiligen Geist nachgedacht habe, der sah vorher so aus, dass ich dachte, eigentlich viel treffender wäre ja dieses Zeichen. Und da sehen Sie, da habe ich also auch das Auge her und hier bin ich wieder beim Thema Kombination und Varianten von verschiedenen Elementen. So viel zum Thema auch nochmal Baukastenprinzip. Wenn man auch nochmal genau hinguckt mit Bett und Bilderrahmen und so weiter, auch alles ganz schön konkret dafür, dass es um etwas nicht Begreifliches, nicht Sichtbares sich handelt. Also das, was Sie da sehen, sind sozusagen Theogramme. Und ich habe gestern gedacht, bei dem Wort Pangramm, ich hatte in einem Workshop, den ich zum Thema Piktogramme anbiete, stelle ich die Aufgabe, ein Zeichen für Zeichen zu entwickeln. Ja, das ist richtig, richtig sauschwer. Also ich stelle zur Wahl ein Zeichen für Gott oder ein Zeichen für Zeichen zu entwickeln. Und da dachte ich, aber eigentlich Pangramm wäre doch dann der Begriff für ein Zeichen, für alle Zeichen. Also quasi ein Zeichen, das alle Zeichen enthält. Das hat Christian gerade schon angerissen, ich werde etwas ausführlicher, das ist nämlich das Aleph in einer noch früheren Version, ein Rind. Und das ist also über die Zeit immer abstrakter geworden und zu einem Buchstaben geworden. Und das ist also nicht nur bei dem lateinischen Buchstaben des A so passiert, sondern das gibt es auch in anderen Fällen, zum Beispiel bei der Keilschrift ist es wohl so passiert und beim Chinesischen wahrscheinlich auch ähnlich. Und was auf jeden Fall, finde ich, an dieser Stelle, glaube so das am allerdeutlichsten ist, dass die Piktogramme so eine Art Doppelagenten sind zwischen Bild und Schrift. Super spannend, finde ich. Wenn Sie hier im zweiten Abstraktionsgrad, so wie ich, einen Lautsprecher und eine gedrehte Note erkennen, dann stellen Sie sich vielleicht auch gerade die Frage, wie komplex darf oder muss ein Zeichen eigentlich sein? Niedrigkomplex wäre zum Beispiel so eine Darstellung und komplexer wäre so eine Darstellung für Hund. Warum, was spricht für die niedrigkomplexe Variante? Naja, wenn irgendwo dieses Zeichen ist mit irgendwie der Leine dran, dann heißt das, alle Hunde anleinen. Wenn sich nur die Besitzer von Spitzen angesprochen fühlen, dann würde kommunikativ da etwas schieflaufen. Ja, in vielen Fällen widerstrebt einem ein höherer Komplexitätsgrad. Auch hier wäre wünschenswert, die Information mit weniger Details rüberzubringen. Und vielleicht ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen, meistens man nimmt nur die
Botschaft war, aber guck nicht genau hin. Oft sind Gestalter offenbar auch ziemlich hin und her gerissen, wie ausformuliert oder wie vereinfacht etwas eigentlich sein soll. Wenn man genau guckt, ist es so, dass also sogar noch ein Gürtel vorhanden ist und ein Schlitz im Ärmel, während aber der Kopf einfach nur ein Kreis ist, was wir, wenn wir irgendeinen Sport verzählen, einfach so aufnehmen und wissen, was die Botschaft ist, aber wir nehmen die Ungereimtheiten, die visuellen Ungereimtheiten gar nicht zur Kenntnis, was wir aber in anderen Fällen sehr wohl wahrnehmen würden. Also schnelles Verstehen, hatte ich eben schon gesagt, da ist niedrige Komplexität von Vorteil und das ist ja sowieso manches unfassbar schwer in Zeichen umzusetzen. Dieses hier finde ich schon eine großartige Leistung und hier ist es auch bestimmt etwas Schwieriges gegangen, aber also Zeichen sind nicht dazu da, um Romane zu erzählen. Und da fragt sich dann doch so ein bisschen, wo fängt eigentlich die Illustration an und wo hört das Zeichen auf? Oder kurz gesagt, was ist gut als Zeichen? Kurt Weidemann hat gesagt, ein Zeichen ist erst dann gut, wenn man es mit dem großen Zeh in den Sand malen kann. Allerdings scheint es, dass die Gestalter sich da über die Zeit dann immer auch mal ein bisschen unsicher sind, weil sie, so wie man bei diesen Zeichen und auch bei den Logos von vielen anderen Firmen über die Zeit sehen kann, dass sie dann alles machen, was möglich ist nach Murphy's Law, also irgendwelche Transparenzen und plastisch und Bonbon-Effekt und keine Ahnung. Und irgendwann sind sie halt auch wieder zurückgekehrt zu der ganz, ganz, ganz einfachen Version ohne jeden Effekt, weil, naja, also das sekundenschnelle Erfassen liegt ja sowohl im Interesse des Senders als auch im Interesse der Empfänger. Aber eben, teilweise ist es doch möglich, trotzdem, dass ein Zeichen sowohl auf den ersten Blick funktioniert, als auch dem wiederholten Hinschauen noch etwas zu bieten hat. Ganz, ganz tolle Lösung. Das wusste ich übrigens nicht. Wie oft habe ich Toblerone gegessen? Erst vor 2 Jahren oder so, also hat mich da jemand auf den Bären hingewiesen. Nicht der Bär? Der Bär? Okay. Oh. Ah, noch nicht genug Toblerone gegessen. Wo wir bei der Kamera sind. Die Gemeinsamkeit von manchen Zeichen ist, dass sie Dinge zeigen, die es gar nicht mehr gibt oder nicht mehr so gibt. Zum Beispiel das Telefon. Es gibt also Dinge, die vergehen oder die veralten und dann bleibt kurioserweise ein Zeichen dafür übrig, so wie das linke, was Sie auf Ihrem Telefon, was so aussieht wie das rechte, immer noch als Symbol haben für den Akt des Telefonierens. Wobei das jetzt übrigens auch schon eigentlich, das ist ja der... genau. Manches wird es immer geben und gab es schon immer, wie zum Beispiel den Einkaufswagen, der sieht auch seit Menschengedenken immer gleich aus. Sagt zumindest Banksy. Und den Like-Daumen gab es 1992 schon, und zwar in der Form des Trimm-Dich-Daumens, den kennen allerdings jüngere Leute nicht mehr und den gibt es eben heute als Facebook-Daumen und möglicherweise gibt es nochmal andere Varianten. Mein Abschlussbild des heutigen Vortrags ist das Redesign-Thema noch einmal in ein Bild zusammengefasst, nämlich dass kurioserweise, obwohl Zeichen, also nicht nur die Dinge verändern sich, sondern auch die Zeichen werden redesigned, dass es sogar Redesign gibt an Stellen, wo sich eigentlich gar nichts geändert hat. Also Kinder gehen immer noch zur Schule, es gibt auch immer noch Kinder und die haben auch immer noch ihre Sachen dabei. Und Mädchen werden auch immer noch mit der Wandergeste davon abgehalten, vorauszugehen. Und manche Sachen gibt es natürlich doch nicht mehr, zum Beispiel die kurzen Hosen von dem Jungen oder der Dutt von den Mädchen, die sind irgendwie aus der Mode gekommen. Aber was ich doch ganz witzig finde, ist, dass also die Kinder links noch diese Schultafeln sind es wahrscheinlich aus den 30er Jahren unterm Arm haben, wo man mit Kreide drauf geschrieben hat und ich dann dachte, ich hatte Ranzen als Schülerin, was haben die jetzt da, die Neuen, was haben die da? Na, das sind wahrscheinlich iPads oder Rechner. Also,
dieses Bild finde ich jetzt eigentlich ein ganz gutes Abschlussbild, um genau das zu tun, also den Rechner zu nehmen und unter den Arm und weggehen. Das mache ich jetzt. Es gibt noch eine Reihe von Phänomenen, die auch noch erzählenswert wären. Also ich glaube, das ist jetzt schon der Sack voll für heute. Ja, also auf jeden Fall, ich würde sagen, jetzt machen wir mal Pause und genau, gucken, wie viele Zeichen noch überall auf der Kleidung oder auf Geräten oder so zu erkennen sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.